Guten Tag. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Ihrem MyCockpit-Konto Ihre Unternehmenseinstellungen verwalten können. Klicken Sie in Ihrem MyCockpit-Kalender oben rechts auf Ihren Namen und wählen Sie den Reiter Unternehmen an. Gehen Sie dort zum Abschnitt Allgemeine Informationen. Falls Sie das bisher noch nicht getan haben, können Sie hier Ihre Unternehmensadresse eintragen. Außerdem haben Sie hier auch die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo hinzuzufügen. Wenn Sie nun Ihre Buchungsmaske aufrufen, sehen Sie, dass MyCockpit sowohl die hinterlegte Adresse als auch das hinzugefügte Logo automatisch für die Buchungsseite übernimmt. Bestimmen Sie nun in einem weiteren Schritt Ihre Buchungszeiten. Die hinterlegten Öffnungszeiten können Sie später auch beim Anlegen der Buchungszeiten Ihrer Mitarbeiter direkt übernehmen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie diese Informationen möglichst detailliert hinterlegen. Angenommen, Ihr Geschäft bleibt jeweils am Montag über Mittag von 12 bis 13 Uhr geschlossen. Dann gehen Sie wie folgt vor, um die Öffnungszeiten korrekt einzutragen. Fügen Sie Ihre Öffnungszeiten für Montagvormittag hinzu. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine neue Zeile zu generieren. Verwenden Sie die neue Zeile, um Ihre Öffnungszeiten für Montagnachmittag einzutragen. Speichern Sie Ihre Änderungen. Erfassen Sie zusätzlich zu den Buchungszeiten auch Ihre Feier- und Schließtage. Klicken Sie hierfür auf den Reiter Schließtage und Abwesenheiten. Die Feiertage erfassen Sie direkt über den Button Feiertage hinzufügen. Wählen Sie hierfür die für Ihr Geschäft relevanten Feiertage aus einer vordefinierten Liste aus und speichern Sie Ihre Änderungen. Unter Schließtage können Sie zudem die Tage eintragen, an denen Ihr Geschäft aufgrund von Ferienabwesenheit oder sonstigen Abwesenheiten geschlossen ist. Und zwar ganz einfach, indem Sie den Zeitraum der Abwesenheit definieren und einen Grund vermerken. Unter den Abwesenheiten erfassen Sie hingegen Abwesenheiten, die Mitarbeiter- oder rollenspezifisch sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ferienabwesenheit eines Mitarbeiters. Zum Schluss klicken Sie auf den Reiter Firmenprofil und hinterlegen dort Ihre Firmenbeschreibung und die Links zu Ihren Social-Media-Kanälen. Wie Sie sehen können, werden die hinterlegten Social-Media-Kanäle automatisch auf der Buchungsmaske angezeigt. Unter Firmenprofil können Sie zudem einen Link zu Ihren AGB und Datenschutzhinweisen hinzufügen. Verschieben Sie anschließend den Riegel nach rechts, um in der Buchungsmaske einen benutzerdefinierten Text für die AGB und Datenschutzhinweise festzulegen. Jetzt sind Sie dran. Passen Sie Ihre Unternehmenseinstellungen noch heute an und werden Sie online buchbar. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit MyCockpit.